Herzlich willkommen zurück zu Doom Eternal. Ja, Leute, wo geht es weiter? Das frage ich mich dann schon. Icon of Sin muss aufgehalten werden, aber erstmal müssen wir diese himmlischen Ringe ausrichten. Und da fehlen noch zwei und hier sind eben halt tatsächlich zwei andere Teleporter noch. Wahrscheinlich geht's hier irgendwo weiter. Ja, sieht ganz dann aus. Höllentotem in der Nähe. Okay. Was ist das hier eigentlich in der Mitte? Keine Ahnung, Dude. Ich weiß es nicht. Mann, wo ist denn das blöde Totem? Hier muss irgendwo so ein blödes Totem sein. Da hinten ist es. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir. Now we're talking. Jetzt können wir richtig loslegen. Na komm, bleiben wir bei Super Shotgun erstmal. Oder? Na, machen wir es hiermit. Come on. Die! Oh shit! Sind hier viele Gegner, hä? Oh shit! Gib mal ein paar Handgranaten her. Zack, zack. Wird heute viel umsonst hier. Gibt heute viel umsonst. Könnt gerne Nachschlag haben, wenn es soweit ist. So, der Dude ist auch down. So macht das Spaß. Ich glaube, für den Cybermann-Kubus nutzen wir mal hier unseren guten alten Raketenwerfer. Hä? Warum hat der so eine komische Umrandung gehabt? Naja, wie er will. Wie er will, ist mir egal. Ach du heilige Pisse! Bei heiligen Mutter Maria! Wow, what the fuck? Oh nee, und noch ein normaler Mankus? What the fuck, man? Hallo? Hallo? Tickt ihr noch ganz sauber oder so? Ich glaube, du tickt nicht mehr ganz sauber. Oh, was machen wir jetzt? Oh, scheiße. Ich weiß das nochmal. Und Schlitz, Schlitzi, Schlitz. So, was, das war's mit dem. Ja, das war ein bisschen too much, ne? Das war ein bisschen too much. Ey. Ey, das sind nur... Okay, ihr habt's nicht anders gewollt. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. So, jetzt habe ich leider keine Big Fucking Gun Munition mehr. Das war gut genug. Das musste einfach sein. Wow, das ist ja ein Kampf. Ein Krampf, eher gesagt. Nein. Voll verkackt, ey. Granatenwurfkünste muss ich auch mal ein bisschen verbessern. Komm, gehen wir ein bisschen Muni her. Kollege. Oh, hier ist so Gift. Ach nee, jetzt hat er mich richtig auseinandergerissen, ne? Er müsste jetzt mal tot sein. Yes, we did it. Das war hart. Und zwar richtig hart. Und nur die Harten kommen in den Garten, ihr wisst es ja. Okay. Bin ich gespannt, was da hinten ist. Oh, das war eine Ansage, ne? Da scheint nur ein Secret zu sein. Oh Mann, was ist das denn für Scheiß? Das brauche ich doch gar nicht mehr. Jetzt habe ich einen übrig, einen Plutonen-Anzugspunkt. Was soll ich denn damit? Das war ganz ohne Witz. Guck mal, jetzt habe ich einen Punkt übrig, aber ich habe doch schon alles. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, egal. Okay. Man nimmt, was man kriegen kann, hä? Okay, ja, hier können wir was wieder ausrichten. I see. Dann fehlt nur noch einer. Zwei von drei sind ausgerichtet. Die müssen alle in einer Linie stehen. Scheinbar zumindest. Oh, da scheint auch noch ein Secret zu sein. Die Frage ist, wie kommt man da hoch? Von hier?
Ja, tatsächlich. Was? Jetzt komme ich da doch nicht rein? Was? Ach, come on. Das ist ja doof. Das ist ja richtig versteckt. Das ist, da kommt ja kein Schwein drauf. Okay, eins, zwei und jetzt Dash, Dash. Okay. Ah. Verstärkter Modus. Berserker. Cheatcode. Cheatcode. Code kommt hinten raus. Ja. Blöd nur, dass wir jetzt halt keine Big Fucking Gun Munition mehr haben. Das ist richtig scheiße, Mann. Weil wer weiß, wie schwierig das letzte Portal wird, beziehungsweise das letzte Tor da einzurichten. Hm. Naja. We will see. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Was haben wir gemacht? Das leuchtet jetzt ja auch richtig schön. Das bedeutet... Nee, das haben wir gemacht. Okay, dann never mind. Dann ist es andersrum. Okay, I see. Zack. Und... Opfer festhalten. Yes. Die Erde nicht den Dämonen. Wird ihre Welt wo ist ich hin? Woohoo! Let's go. Let's go in the ghetto. Und tschüss, Mann. Und goodbye, my lord. Auf Nimmerwiedersehen, bitch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, he died. Das war easy. Ja, das war ja super einfach. What the fuck? Das ist ja nichts im Vergleich zu dir eben gewesen. Gut, dass ich eben die Big Fucking Gun Munition verbraten habe, huh? Ich bereue nichts. Was? Da geht's doch irgendwie hoch? Wo geht's denn da hoch? Ist das auf der anderen Seite, sag mal? Ah ja, I see. Hier. Nice! Da bekommen wir sogar wieder ein extra Leben. Nach all den Jahren mal wieder. Mal schauen. Zwei Dämonen. Ja, wie viele sind hier? Ach nö, der Blödmann. Ja, dann mache ich das Challenge-Portal nicht. Weil immer wenn der da ist, schaffe ich nicht. Den kann ich einfach nicht so schnell besiegen, Leute. Das geht nicht. So schnell kannst du den nicht besiegen, wie die es verlangen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, tot. Kannst es nicht schaffen. Ja, Arschlecken. Da ist das extra Leben weg und das Challenge-Portal kann mich mal kreuzweise Arschlecken. Mach ich nicht. Das wird das blöd. Immer wenn Doom Hunter da ist, habe ich keine Lust. Das mache ich nicht. Das schaffst du nicht in der Zeit und es ist mir auch egal, ganz ehrlich. Das mache ich nicht. Pech gehabt. Braucht die Waffenpunkte sowieso nicht. Wir haben eh viel zu viele davon. Bin ich nicht nötig. Brauche ich nicht, den Scheiß. Sind wir hier richtig? Jupp. Ja, das mache ich nicht. Pech gehabt. Also nee. Um Gottes Willen, nicht bei aller Liebe. Das heißt, ganz schöne Extra-Leben verbraten, ne? Das ist natürlich. Zum Kotzen. Nicht nur das extra Leben, sondern auch super viel Munition, die ich da jetzt verbraten habe. Das ist super ärgerlich. Wisst ihr, wie mich das abfuckt? Dass es jetzt weg ist? Wir können das so gut gebrauchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht der wieder. Nicht der wieder, der Kollege. Was? Oh nein. Und Cyber-Mangus. Oh no, natürlich. Zwei Stück sogar, by the way. Zwei Stück sogar, aber immerhin kein Beschwörer oder sonstiges. Ist doch schon mal nice. Der ist schon mal down. Was greife ich denn da an? Von hinten? Er nimmt mich da von hinten durch. Sag mal. Wer macht denn sowas? Na, zack, zack. Ja, das reißt die auseinander. Reißen und zerfetzen. Ihr kennt das, ne? Oh, hi. Hi, Kollege, zu dir wollte ich jetzt nicht. Du bist 10 Tage nicht in Dusche gewesen. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Was? Oh, man. Ey. Ich krieg kein... Oh, mein Gott. Ich krieg hier einen Collar, krieg ich. Ja, den Dude wollte ich haben. Ja, ein bisschen was wiederherstelle hier. Ja, komm. Juhu. Dann wieder eine Aufladung für das Schwert. Weiß aber nicht, ob ich das Schwert nehmen möchte, to be honest. Ich glaube nicht. Eingefrozen. Oh, für Cyberman Goose habe ich auch eine Überraschung. Nämlich eine bombige Überraschung, die sich Handgranate nennt. Oh, was erlebt noch?
Er lebt noch. Ja, natürlich. Natürlich lebt er noch. Was machen wir mit dem? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hier komme ich. Ich weiß nicht, was wir mit dem... Ah, WCDFG. Oh mein Gott. Mit schnappen dir doch. Oh mein Gott. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber für den ist das Schwert halt sehr gut geeignet. Wieder. Goodbye. Auf Nimmerwiedersehen. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, was soll ich denn machen? Ist eh jetzt vorbei. Ist gelaufen. Lustig, weil normalerweise hätte ich noch ein Extra-Leben gehabt, aber nein, Challenge-Portal sagte, nein, du kriegst kein Extra-Leben. Ich muss es ja machen, das blöde Challenge-Portal, ne? Ich muss es ja unbedingt machen. Ich muss es ja probieren. Oh, nice, hier bekomme ich mal wieder ein bisschen was zurück. Die können echt helfen, diese Maika-Drohnen. Aber echt seine ganzen Vorräte wieder aufstocken, das ist ziemlich geil. Mein Gott! Der Pressure ist insane! Der Kampfbereich ist auch nicht der größte. Das heißt, man steht ständig unter Druck. Ständig. Oh mein Gott. Und ich glaube, der Cyberman-Kubus lebt immer noch. Ja, natürlich lebt er noch. Es wird echt Zeit, Leute. Dass die Eisgranate wieder ready ist. Also ich denke, den können wir easy finishen. Jetzt. Jetzt ist es vorbei mit dem. So muss das sein. Juhu! Back in business. Oh, nee, nicht der Typ. Weiß nicht, soll ich den so probieren? Soll ich ihn so probieren? Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Ohne das Schwert jetzt zu benutzen. Das ist gut. Das kann sich sehen lassen. Hm? Das ist super. Richtig gute Sache. Stirb. Boah, wie viele kommen denn hier? Jo, noch so einer. Ja moin, ja moin, ja moin, ja moin, ja moin, ja moin. Gut, dass wir den Schild haben. Gut, dass wir den Schild haben. Stirb. Let's go. Na, komm her. Oh nein! Ja! Let's go! Kopf ab! Horn ab und Kopf ab! Das ist nicht eine gute Kombo! Oh Gott! Was ist denn hier los? Es nimmt kein Ende mehr! Es nimmt kein Ende mehr! Hilfe! Geht Scheiß mal aufladen? Ja, das war gut. Kann sich sehen lassen. Definitiv. Ah, das gibt's nicht. Die machen auch Damage. Aber es ist vorbei. We did it. Das war einfacher als das letzte. Gut. Oh, komm mal her. Danke. Nichts. Und stier. Aber dann müssen wir was wiederhergestellt. Sonst ist hier nichts. Ne, hat nicht der Anschein. Ist gut, jetzt habe ich sogar die Schwertaufladung noch behalten. Ist ja wunderbar. Hier geht's weiter. Die Erweckung des Icon auf Sinn in Irdek hat das Siegel gebrochen. Jetzt können die Dämonen das Nichts durchqueren wie nie zuvor. Du brachtest ihrem Volk und diesem heiligen Ort ewige Verdammnis. Doch es war anmaßend von ihr, das Icon hierher zu bringen. Ihre Hybris hat das Paradies zerstört. Wohin?
Boah, das geht sich ja gerade so aus. Die Jump'n'Run-Passagen sind wieder so was von widerlich. Echt schwer, ey. Jetzt hier festhalten und ja, we did it. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir's. Das ist echt schwierig, ey. Wow, diese Jump'n'Run-Stelle war echt die schwerste bisher. Definitiv die schwierigste bisher. Bin ich auch jetzt geschnitten, also. Habe ich mehr Versuche gebraucht. Alle drei Ringe ausgerichtet. Jetzt kommen wir zurück zur Erde, wahrscheinlich der Final-Level. Das ist eigentlich das hier wäre der Final-Level, aber ja. Das ist halt nicht so. Der Erde bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, aber ich bin da, um alles zu retten. Ich bin da. Was? Wer hat da geschossen? Du warst das? Die Headshots, Leute, die Headshots. Die dürfen wir nicht vergessen. Das schaffe ich eh nicht mehr, aber egal. Trotzdem. Trotzdem. Hier scheint nur ein Secret zu sein. Und zwar hier. Ich wüsste aber nicht wo, to be honest. Ich wüsste nicht wo. Seht ihr, das ist draußen. Ach so, draußen ist das. Na gut. Wait, draußen? Hä? Komm, wie komme ich denn nach draußen? Ach, scheiß drauf. Ah, okay. Frage wurde gerade soeben geklärt, ne? Sie wurde soeben geklärt. Na guck. Spectre. Neue Miniatur. Sehr schön. Ja, alles klar. Jetzt kommen wir zurück. Ich hoffe es. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder hier und jetzt können wir dahin, wo wir vorher nicht hinkamen. Und können diesen Level abschließen, I guess. Na, wobei, wir sollen hier rein. Gut, es war vorher nicht offen, ne? Ah, la 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 la. Ja, wenn schon, denn schon, Leute. Wenn schon, denn schon, hm? Dann nutzen wir das noch ein bisschen aus mit den Headshots. Oh. Gut. Die Kollegen ist nicht zu Spaß, deswegen kurzen Prozess hier mit dem Raketenwerfer. Why not? Tschüss, Mann. Und das gleiche nochmal mit dir. Bam. Let's go. Nice. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Sehr, sehr futuristisch. Das hat auch was. Ist das Gift? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ja, ich gehe mal einfach rein. Uah. Das ist kein Gift, ne? Oh, ich nehme keinen Schaden. Scheint kein Gift zu sein. Obwohl es so aussieht, ne? Das ist ein extra Leben. Das nehme ich doch gern. Mehr nicht. Was heißt hier mehr nicht, ne? Schon cool genug. Ja, ah, hier geht's weiter, I guess. Da hinten. Guck an. Und mit dem Kopf durch die Wand. Ah ja. Jetzt wird das Wasser abgelassen. Ich glaube, das sieht nur so giftig aus, weil es mit lila Lichtern angestrahlt wird. I see, I see. Aber was hat das jetzt gebracht? Ich verstehe es halt nicht. Es muss ja irgendwas gebracht haben. Irgendwie wird es sinnlos. Ach nee, Quatsch. Da scheint was zu sein. Ein Mechanismus, den wir betätigen können. Och Mensch, was ist das denn jetzt hier? Kommt der da nicht hoch? Bitch, please.
Na, geht nicht. Oder was? Doch jetzt. Irgendwie eine unsichtbare Wand oder sowas. Okay. Ach so, das war noch versperrt oder so. Na guck. Jetzt kommen wir allerdings dahin. Sehr schön. Die Khanmaker ist nahe. Sie kann dich nicht lebend davonkommen lassen. Die Kugel in ihrer Brust macht sie unverwundbar. Wird sie entfernt, ist ihre Verteidigung dahin. Wie? Wir überleben seit Jahrtausenden. Der Boss noch. Für unser Wohlergehen ließen viele andere sich opfern und fanden im Gegenzug dafür Erlösung. Wie kannst du, ein Mensch, einst ein Sterblicher, dich unseren Traditionen widersetzen? Ach du Scheiße! Da wollen wir mal, dann geht's los. Dann packen wir direkt die Schwingengeschütze aus. Der Schild muss erst weg. I guess. Ja komm, da fehlt doch nicht mehr viel. Was? Komplett regeneriert, Bitch. Was soll der Scheiß? So, jetzt aber. Ranziehen und bam! Geht doch. So, die gehen mir aber auch auf den Sack, diese kleinen Drohnen da die ganze Zeit. Schnell weg hier! Da. Die gehen mir so auf den Sack. Die blöden Drohnen. Was soll das denn? Können die mal in meine Richtung kommen? Stellt nämlich Munition wieder her und das heißt, wir können wieder mit einem Raketenwerfer agieren. Ich denke, der Raketenwerfer ist hier wirklich das A und O. Ja, ist aber relativ einfach. Wenn sich hier nichts dran ändert, an dem Bosskampf zumindest. Hat aber viel Energie. Also wir müssen das Ganze noch viermal machen. Das ist ordentlich. Jetzt gehen wir wieder auf die Drohnen. Damit wir wieder Munition herstellen, Leute. So einfach ist das. Jop. Munition und Leben. Was willst du mehr? Und noch ein, zwei Treffer. Jop. Jetzt kommen wir wieder mit dem Fleischer. Here I come. Ja. Das ist relativ easy. Das ist lang. Alles, was sich zu bieten hat. Alright. Oh ne, jetzt kommt ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Das sieht nicht mehr so normal aus. Ja, ja, jetzt wird es schwieriger. Ach, wir können die wieder angreifen. Das ging schnell. Zwei Schlag noch. Zwei Schlag noch. Aber jetzt müssen wir wieder. Munition aufgabeln. Wo sind denn die Drohnen? Sind hier noch irgendwelche Drohnen? Oh mein Gott. Das gesamte Schlachtfeld wird irgendwie jetzt beansprucht. Das ist ja scheiße. Jetzt überall irgendwie gefährlich. Überall gefährlich zu sein. What the fuck, man? Hallo? Okay, wenn ich jetzt nirgendwo mehr stehen darf, ist nicht witzig. Geh mal her hier. Na, danke. Geht doch. So, jetzt Fleischhaken. Nein. Und bam! Mehr raus aus dem Gefahrenbereich. Das war echt knapp. Also jetzt wird's ekliger. Jetzt wird's in der Tat etwas ekliger, wie ihr seht. Werden noch mehr Drohnen, oder? Kann das sein?
sein, dass es jetzt mehr sind. Perfekt. Also die muss man wirklich besiegen. Damit man die Munition wiederherstellt und auch Leben wieder zurückbekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr auffällig. Und... Boom! In your face, bitch! Das war's schon. Ist nicht so schwer. Man muss nur erstmal wissen, wie es geht. Boah, jetzt liegt ja alles in Luft, hä? Ach du Scheiße! Schnell, schnell raus hier, hä? Ja, Kamaika besiegt! Wir haben es geschafft! Blutschlag verbessert! Können nun aufgeladen werden, die Blutschlagangriffe, okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ganz witzig, der Boss. Oh, die Ausbeute war auch ziemlich geil, wie ihr seht. Kann sich sehen lassen. Okay, jetzt wirklich die allerletzte Welt, sag ich jetzt mal. Final Sin. Er wird unter uns wandeln und er wird das Böse vom Antlitz der Erde fegen. Denn er, der eher in finsterer Nacht zu uns kommt, ist kein Sterblicher. Er ist der Zerstörer. Die rechte Hand unseres Schöpfers. Und seht Furcht, wo es keine Hoffnung mehr gab. Korkstaffel 3.13. Ja Leute, ich habe kurz auf die Uhr geschaut. Hier machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Wir starten dann den letzten Level des Spiels. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Daumen hoch für den Bosskampf hier gegen Kanmaika. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.